Hallo, tiefgründige Gedanken mal wieder. Eine Schlange heißt Schlange, weil sie in der Regel lang ist. Wäre sie kurz, würde sie ja Schkurze heißen. Als der Oktober herangekommen war, sagte Inga: „Ich kann nicht mehr." Das war nun sehr schlimm. Die Dachbalken sollten und mussten aufgesetzt werden, damit das Haus gedeckt wurde, ehe die Herbstregen einsetzten. Es war höchste Zeit. Was hatte Inga nur? Sie wurde doch nicht krank. Wohl bereitete sie ab und zu noch Ziegenkäse, sonst aber leistete sie nichts mehr. Als die Kuh Goldhorn auf der Weide viele Male am Tage einen anderen Platz anzubinden: „Bring noch einen großen Korb oder eine Kiste oder so etwas mit, wenn du wieder ins Dorf gehst", hatte Inga gesagt. „Was willst du damit?", fragte Isaac. „Ich brauche es", antwortete sie nur. Isaac zog die Dachbalken an, Seilen hinauf, und Inga schob mit der Hand nach. Es war, als helfe es schon, wenn sie nur dabei war. Allmählich ging es doch vorwärts. Es war ja kein sehr hohes Dach, aber die Balken waren abenteuerlich groß und dick für das kleine Haus. Das gute Herbstwetter hielt sich einigermaßen. Inga hackte alle Kartoffeln allein heraus und Isaac bekam das Haus unter Dach, ehe der Regen endgültig einsetzte. Die Ziegen waren jetzt schon nachts bei den Menschen in der Hütte drinnen. Auch das ging, alles ging. Die Menschen klagten nicht darüber. Isaac machte sich wieder zu einem seiner Gänge ins Dorf fertig. „Du solltest für mich einen großen Korb oder eine Kiste mitbringen", sagte Inga wieder, und es klang wie ein demütiger Wunsch. „Ich habe mir einige Fenster und Glasscheiben bestellt." „Die ich holen muss", erwiderte Isaac. „Und ich habe ja auch zwei angestrichene Türen bestellt", fügte er überlegen hinzu. „Nun ja, dann muss der Korb eben warten. Was willst du denn mit dem?" „Was ich damit will? Ja, hast du denn keine Augen im Kopf?" In tiefe Gedanken versunken ging Isaac seines Wegs dahin, und als er nach 2 Tagen zurückkam, brachte er nicht allein ein Fenster, eine Tür zur Wohnstube und eine Tür zur Schlafkammer mit, sondern über die Brust herunter hing ihm auch die Kiste für Inga, und die Kiste waren verschiedene Esswaren. Inga sagte: „Wenn du dich nur nicht eines Tages noch zu Tode abschleppst." „Oh, zu Tode!" Isaac war so unendlich weit davon entfernt, sich zu Tode zu schleppen, dass er aus seiner Tasche eine Arzneiflasche mit Naphtha zog und sie Inga mit der Ermahnung übergab, recht tüchtig davon zu trinken, damit sie wieder gesund werde. Und da waren nur die Fenster und die angestrichenen Türen, mit denen er groß tun konnte, und er machte sich auch gleich daran, sie einzusetzen. Ach, diese kleinen Türen! Gebraucht waren sie auch schon, aber gemalt waren sie hübsch und mit weißen und roten Farben, die schmückten die Stuben wie Bilder an den Wänden. Jetzt zogen sie in das neue Heim ein. Der Viehbestand wurde in der ganzen Gemme verteilt. Zu der Kuh wurde ein Mutterschaf mit einem Lämmern hineingestellt, damit sie es nicht sogar so einsam hätte. Die Leute auf dem Ödland hatten es nun weit gebracht. Wunderbar weit. Drittens. Solange das Erdreich noch weich war, brach Isaac Steine und Wurzelstöcke heraus und richtete sein Land für das nächste Jahr, und als dann der Boden befror, ging er in den Wald und fällte eine große Menge Klafterholz. „Was willst du mit all dem Holz?", konnte Inga fragen. „Das weiß ich nicht so genau", antwortete Isaac, aber er wusste es recht wohl, denn alte, düstere Urwald stand noch zu dicht am Haus heran und versperrte jede Erweiterung des Wiesenlandes. Außerdem wollte er das Klafterholz während des Winters auf irgendeine Weise ins Dorf hinunterschaffen und es an Leute verkaufen, die kein Brennholz hatten. Isaac war überzeugt, dass das ein sehr guter Gedanke sei, deshalb fällte er fleißig Bäume und hieb sie zu Klafterholz zurecht. Inga kam oft heraus und sah ihm zu. Er tat zwar, als sei ihm das gleichgültig und sei das gar nicht so notwendig von ihr, aber sie fühlte doch, dass es ihm dadurch wohltat. Manchmal fielen dabei merkwürdige Worte zwischen ihnen.
Hast du nichts anderes zu tun, als hier herauszulaufen, dich zu Tode zu frieren?", sagte Isaac. "Ich friere nicht", antwortete Inga, "aber du wirst dich noch krank schaffen. Jetzt ziehst du gleich meine Jacke an, die doch drüben liegt." "Das fiel mir gerade ein, und ich kann doch nicht hierbleiben, wenn Goldhorn eben am Kalben ist." "Ach so, Goldhorn ist am Kalben. Hast du das nicht gewusst? Und was meinst du, wie sollen wir das Kalb aufziehen?" "Das machst du, wie du willst. Ich weiß es nicht. Aber wir können doch das Kalb nicht aufessen. So viel ist gewiss. Denn dann hätten wir immer wieder nur eine einzige Kuh. Und ich bin auch fest überzeugt, du möchtest gar nicht, dass wir das Kalb aufessen", sagte Isaac. Diese einsamen Menschen, so ungeschlacht und zu sehr ihren Trieben ergeben, aber voller Güte gegeneinander, gegen das Vieh und gegen die Erde. Dann brachte Goldhorn ein Kalb zur Welt. Das war ein bedeutungsvoller Tag in Ödland, eine überaus große Freude und ein großes Glück. Goldhorn bekam guten Mehltrank und Isaac sagte: "Spar nicht am Mehl", obgleich er es auf seinem Rücken heraufgetragen hatte. Da lag nun ein hübsches Kalb, eine Schönheit von einem Kalb. Rosig war es auch noch. Wunderbar verwirrt nach dem Wunder, das es durchgemacht hatte. In ein paar Jahren würde es selbst Mutter sein. "Dieses Kalb wird eine prachtvolle Kuh werden", sagte Inga. "Und ich weiß gar nicht, wie es heißen soll", sagte sie. Inga war etwas kindisch und hatte für so etwas nur eine schlechte Erfindungsgabe. "Heißen", sagte Isaac. "Du kannst keinen passenderen Namen finden als Silberhorn." Nun fiel der erste Schnee, und sobald der Schnee fest und tragfähig war, zog Isaac hinunter ins Dorf. Er tat geheimnisvoll wie immer und wollte Inga nicht sagen, was er im Sinn hatte. Er kehrte zurück zur größten Überraschung mit Pferd und Schlitten. "Ich glaube, du treibst deinen Scherz", sagte Inga. "Du hast wohl doch das Pferd nicht genommen." "Ich das Pferd genommen? Gefunden, meinte ich." Ach, wenn Isaac jetzt hätte sagen können: "Mein Pferd, unser Pferd." Aber er hatte es nur für einige Zeit leihweise bekommen. Er wollte sein Klafterholz mit ihm hinunterführen. Isaac fuhr Klafterholz ins Dorf und brachte dafür allerlei Esswaren und Mehl und Heringe mit herauf. Und einmal kam er mit einem jungen Stier auf dem Schlitten. Der hatte ihn unglaublich billig bekommen, weil im Dorf bereits Futtermangel herrschte. Mager und zottig war der Stier und er konnte nicht so recht brüllen. Aber er war keine Missgeburt und würde sich bei guter Pflege bald herausmachen. Er war eben zweijährig. Inga sagte: "Du bringst doch alles mit." Ja, Isaac brachte alles. Er brachte Planken und Bretter, die er für Klafterholz eingetauscht hatte. Er brachte einen Schleifstein, ein Waffeleisen, Handwerkszeug, alles für Klafterholz eingetauscht. Inga schwoll vor Reichtum. Sie sagte jedes Mal: "Bringst du noch mehr? Jetzt haben wir einen Stier und alles, was wir uns nur denken können." Und eines Tages antwortete Isaac: "Nein, bringe ich übrigens nichts mehr." Sie hatten jetzt genug für lange Zeit und waren wohlgeborene Leute. Was würde Isaac sich im Frühjahr vornehmen? An die 100 Mal hatte er es sich ausgedacht, wenn er hinter seiner Holzfuhre hergeschritten war. Er wollte auf der Halde weiter umroden, wollte den Boden urbar machen, Klafterholz zurechtmachen, wenn es im Sommer trocknen lassen und im nächsten Winter noch einmal so viel herunterfahren. Die Rechnung stimmte, es war kein Fehler, und an die 100 Mal hatte Isaac auch an etwas anderes gedacht, nämlich an die Kuh Goldhorn. Woher kam sie, wem gehörte sie? So eine Frau wie Inga gab es nicht mehr. Oh, sie war ein tolles Mädchen, und sie wollte alles, was er von ihr wollte, und war zufrieden damit. Aber eines schönen Tages konnte jemand kommen, Goldhorn zurückverlangen und sie an einen Strick davonführen. Und viel Schlimmeres konnte daraus erwachsen. "Du hast doch wohl das Pferd nicht genommen oder es gefunden", hatte Inga gesagt. Das war ihr erster Gedanke gewesen. Man konnte es ihr wohl nicht so recht glauben und das sollte er tun. Daran hatte er gedacht. Er hatte nicht auch nur einen Stier für Goldhorn, vielleicht für eine goldene Kuh erstanden. Eine gestohlene Kuh erstanden. Und nun musste das Pferd zurückgegeben werden. Das war schade, denn das Pferd war klein und rund und sehr zutraulich geworden. Aber ja, oh ja, aber du hast schon sehr Großes damit geleistet, sagte Inga.
tröstend. Aber im Frühjahr sollte ich eben das Pferd haben. Da würde ich es so notwendig brauchen, versetzte Isaac.